Hallo und Vivian, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon. Ich renne in dieses Mädchen hinten hier rein. Oh. Pokémon Kraftwerk Edition. Hier ist Windkraftwerk. Ist innen drin ist kein Dingens. Das heißt, ich kann hier im Windkraftwerk. Ist heute Freitag? Nein, gestern war Freitag. Scheiße. Scheiße, gestern war Freitag. Mann. Egal. Weil dann hätten wir einen Driftblumen kriegen können. Oh, ein Bummelin. The Bummelin. Es ist ein Bummelin. Ich fange dieses Bummelin, weil ich das Bummelin. Es ist Level 7. Man könnte das sicherlich auch so fangen, aber ich setze mal einen Piekser ein. Ein Bummelin hält einen Piekser aus. Dann mache ich X. Dann mache ich einen Pokéball und wir hoffen auf das Beste. Komm schon. Gib alles. Oh yeah. Reingefangen. Ist das dumm. Oh Mann. Ich habe einen Bummelin. Ein Bummelin ist sehr schön. Was soll man dem Bummelin für einen Namen geben? Wir geben dem Bummelin den Namen. Kulibert. Kulina. Wir nennen den Kulina. Weil er ist sehr kulinig. Nein, ich möchte das nicht ins Team nehmen. Wohin soll Kulina geschickt werden? Auf eine PC-Box. Der Kulina ist mir nicht viel wert. Wir verkloppen jetzt diesen Dude am Kraftwerk. Zeit, ihn zu verkloppen. Wag es bloß nicht, ins Windkraftwerk zu gehen. Ich hoffe, meine Stimme ist diesmal normal. Wenn nicht, dann habe ich wieder reingeschissen. Ich wurde angewiesen, jeden Zutritt zu untersagt. Mein Gesicht ist trotzdem gemerkt. Ja, und dann kannst du jetzt gleich reinrennen. Oh ja. Oh, 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 oh. Die Weiterentwicklung davon, die werden mir noch begegnen. Ich habe kein Kampf-Pokémon, weil ich das weggetauscht habe, ich Loser. Aber das ist okay. Metallklaue. Vielleicht sollte ich mir ein neues Outfit zulegen für unser Let's Play hier. Aquaknarre, Metallklau gegen daneben. Ich habe keine Angst vor nichts. Ich habe auch keine Angst vor Team Aqua. Magma, Galactic. Ich mache aus denen einfach Gemüse. Hä? Jetzt, wo ich mit Emotionen rumspielen kann, außer mit der 5, weil die 5 mein Aufnahme-Button ist, kann ich wieder einen Daumen geben. Ich gebe einfach Daumen. Ey, gleich Kadabra, sagst du? In dieser Folge noch, das heißt, diese Folge kann ich auch wieder rendern. Weil Kadabra ist Mamabra. Höhe! Jetzt bin ich überrascht. Habe ich einen überraschten Blick? Nee, hab ich nicht. Ich hab den hier. Ich glaube, die 5 ist überrascht. Aber die 5 kann ich nicht drücken, weil dann meine Aufnahme abbricht. Endlich ein Luxio. Okay, ich benutze zu viele Emotionen, kann das sein? Ey, geil. Na, großartig, du dummes Balk. Ja, geh ruhig. Klick. Hat der Zug geschlossen, ne? Dann gehe ich jetzt zurück. Freitags ist der kleine Freitag. Ich sage dir, ich bin wieder richtiger Zahltag. Da bin ich. Ich heile den ganzen Tag meine Pokémon. Ich habe gemerkt, ich bin gar nicht on beat. Aber wieso nicht? Ich höre die Musik doch live. Aber vielleicht ist es ein bisschen verzögert, die Sprache. Das heißt, ich müsste off beat singen, damit ich on beat bin. Ist das die Möglichkeit? Kraftwerk. Ach so, ja, jetzt müssen wir... Ach, Mann, ich Trottel.
Wir müssen jetzt aufs Feld uns da den Schlüssel holen. Flori. Das Ding heißt einfach Flori, ey. La, na, 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 na. Oh ja. Wir haben hier einen Pokémon-Krampf. Ein Pokémon-Kampf? Ist auch ein Pokémon-Kampf. Und da kommt ein kleiner Pinguin. Der setzt jetzt einfach einen Piekser ein. Mann, dieses Lachen ist so scheiße. Hat er den nicht? Wow, Piekser ist echt useless. Das ist ein Baumpel. Der dürfte gar keine Chance haben. Hey, Sven, ja Level 12. Schalucko. Auch hier ist ein Piekser angesagt. Schalucko ist schon riesig. Ja, es nützt ja auch nichts, Schalucko. Sorry, aber... Ich mache aus dir Schalimse. Ey, bald, bald. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich auch einen Baumpel. Kannst du aber mit rechnen. Wenn ich was anderes als einen Baumpel kriege, boah. Aber wahrscheinlich eher nicht. Er geht 9 nicht. Er 9 hat keine Emotion. Er 9 keine Emotion hat. Dann kann ich darauf meine, meine Dinge setzen. Ich drück nochmal die 6 und gebe nochmal einen Daumen. Gib gerne Daumen. Ich mache einen Aquaknarren. Jetzt drück ich mal die 3. Oh, die 3, da bin ich sehr concerned. In der 1, da lache ich wie so ein Behinderter. Kann ich dir 5 auf meiner Tastatur drücken, oder passiert was? Ah, tatsächlich. Winken? Cool, 5 brauche ich nicht. Wann muss ich winken? Ich muss nie winken. Aber geht hier die 0? Ne, 0 geht auch nicht. 8, ah ne, 0 habe ich nicht ausprobiert. Hä? 0 ist einfach Augen abspasten. Ist ja dumm. Guck mal, dann bewegen sich so meine Augen. Wenn ich die ganze Zeit 0 drücke, sieht es so aus, als würde ich richtig reden. Hä? Wenn ich 0 drücke, kommt es mir so vor, als wäre das besser. Aber 9 geht nicht. Wieso geht 9 nicht, aber 0? Ich möchte keinen Honig kaufen. Aber weißt du was? Ich kaufe mir Honig, aber ein 5er-Pack. Und deswegen habe ich mir 10 gekauft. Flori ist so eine schöne Stadt. Und jetzt tun wir hier Schleim ran. Weil wir dürfen ja hier ein Pokémon fangen. Tagchen. Hat jemand was für mich zu begeistern? Hast du was zu begeistern? Keiner will mir hier was abgeben. Das sind alles Geizer. Ich habe vergessen, wo man hier runterkommt. Hä? Muss ich hier gar nicht weiter? Ich dachte, man kann hier noch nach hinten. Nö, kann man nicht. Dann habe ich wahrscheinlich den Schlüssel schon, ne? Ich habe ja wieder nicht gelesen, weil ich mit Tastatur rumgespielt habe. Mann, 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 Mann. Erstmal Kopfschütteln die ganze Zeit. Was ein Loser-Moment. Jetzt gehen wir den da in dem Windkraftwerk mal einen Besuch abstatten. Oh ja, ich habe einen Schlüssel. Ich möchte den K-Schlüssel benutzen. Freitags kann man hier Driftblumen fahren. Der immer Kinder entführen soll. Hey, das ist diese coole Musik wie aus Pokémon Colosseum.
Jetzt haben die das Pokémon Kolosseum geremixed. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber. Panico! Das wird zu Puhu-Dogs. Ich setze Pixar ein. Aber Pixar ist zwar sehr effektiv, aber hat keinen Step und ist richtig mies. War ich jetzt Offbeat und bin jetzt In-Game On-Beat? Ich weiß es nicht, aber ich setze nochmal Pixar ein. Ich kann schon viel Zeit damit verbringen, irgendeine Scheiße zu labern. Ist ja halt voll mein Ding. Ich hoffe, wir erreichen heute viel. Und ich hoffe, meine Stimme ist normal und nicht wieder ein Abfuck. Vielleicht sollte ich nochmal nachgucken. Nicht, dass ich das wieder umgeschaltet habe. Ich schwöre. Bei meinem Glück. Bei meinem Glück. Ich habe Voice Changer aus. Das ist auch gut so. Lieber nicht. Wenn ich den anhab und dann am Ende ist komplette Katastrophe. Nehmen wir jeden Kampf mit? Ich denke ja, weil das Pure Ugly ist, glaube ich, 21. Das war mal 21 oder so. Das war auch super hoch. Oder nur 16. Es kann ja nicht sein. War es wahrscheinlich in einem Hack so, weil wenn das Ding 21 ist, bin ich richtig reingeschissen. 18 oder so, vielleicht noch 17. Aber es ist auf jeden Fall höher als so die normalen Dinge. Glaube ich. Also sicher bin ich mir nicht. Habe ich das wieder umgeschaltet? Ja. Da ja, steht ja sogar 0 bis 9. Wieso geht da 9 nicht? Mann, das ist ja verwirrend. Metallklaue hat noch keinen Step, deswegen Aquaknarre. Ich muss mir jetzt mal die Stats von dem angucken, weil ich habe die Stats mir ja noch gar nicht angeguckt. Ich habe mir auch noch nicht das Wesen angeguckt. Beim nächsten Level ab dann. Bis jetzt kommen wir gut mit unserem Starter durch. Jetzt schon? Okay. Kommandant. Ich bin einer der drei Kommandanten von Team Galaktik. Wir wollen eine neue Welt schaffen, eine Welt, die besser ist als diese. Dafür arbeiten wir sehr hart und alles, was im Gegenzug dafür verlangt, ist Verständnis. Doch selbst das scheint zu viel verlangt zu sein. Niemand versteht uns. Du auch nicht. Habe ich recht? Das macht mich wirklich traurig. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Pokémon-Kampf über alle Weiten entscheiden zu lassen. Wenn ich gewinne, verschwindest du von hier. Gewinnst du, werden wir Team Galaktik diesen Ort verlassen. Guter Deal. Kommandant Mars. Mit einem Zubat. Jetzt können wir mal das Level sehen. Das ist schon hoch. Oh, hat mir der Superschall verfehlt. Wie kannst du es wagen, meinen Pokémon derart zu behandeln? Ich darf das. Ich habe Respekt vor deinem Pure Ugly. Schnurrgast auf Deutsch wahrscheinlich. Ich bin mir noch nicht sicher. So, wir haben hier Sally. Sally wird in der nächsten Runde. Schade, dass man hier das Wesen nicht sieht, aber Sally scheint wieder mal gut drauf zu sein. Könnte aber auch HP Plus haben, das wäre scheiße. Das ist ja ein bisschen sehr scheiße. Da ist er. 16. Okay. Hier habe ich gefährlicher in Erinnerung. Aber das ist ein Tank. Mogelhieb. Erstmal flinchen. Kein Problem. Das Ding kann jetzt... Boah. Ja. Ich weiß, wieso ich Angst vor dem Vieh habe. Rang 20, nämlich bei 42.
So. Okay, dafür, dass das nur ein Kratzer ist. Wir haben hier Step 40 und Step 50. Ja, da bin ich mit Step besser dran. Und das Ding hat auch wahrscheinlich mehr physisch. Boah, ey, ich kassiere sehr stark. Ich brauche mindestens noch. Wenn die keinen Kratzer hat, überlebe ich. Schlitzer. Jetzt kann ich nämlich gleich einen Supertrank einsetzen. Oh, da war mein Volltreffer. Ohne Bäre. Hey, der Kampf ist. Das war kein Volltreffer. Nicht mal ein Volltreffer, das war einfach nur ein High Roll. Auch okay. So. Hier kommt mein Supertrank. Boah, selbst Raubt sieht ordentlich ab. Vor der hatte ich immer Angst. Es gab auch Zeiten, jetzt bräuchte ich einen Ruckzucki. Aber habe ich nicht. Ich trage ja kein Item, das heißt, das ist ganz okay. Im Endeffekt war es dann doch einfach. Gar kein Problem. Kopfnuss? Let's go. Kopfnuss richtig stark. 70-100, ey. Svenja kann jetzt eine Kopfnuss verteilen. Ich hab verloren, unfassbar. Du dreiste Rotznase. Ja. Du dreiste Rotznase. Nanu? Ist das etwa unser Kadabra, was jetzt gleich endlich mal eine Attacke erlernt? Oh ja. Mann, ist das dumm. Oh, tatsächlich tue ich mit den Maustasten meine Stimme ändern. Gut, dass ich Stimmtransposer aus habe, sonst hätte man jetzt die ganze Folge lang Konfusion erlernt. Aber das macht rein gar nichts. Gegen dich zu kämpfen hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Und jetzt verabschiede ich mich und verschwinde fürs Erste. Kein Problem, jetzt gib mir ein Geschenk. Team Galaxy, rede mal davon, dass so viel Energie und so viele Pokémon wie möglich sammeln wollen, um ein Universum zu erschaffen. Aber für mich ergibt das alles überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls bin ich dir wirklich Hilfe, danke. Jetzt kann ich endlich wieder meine kleine Tochter sehen. Hallo, ich bin's. Die Kleine. Baba. Pfui, du stinkst. Geh duschen. Baba bäh. Oha. Oh, tut mir leid. Ich muss pausenlos für sie arbeiten. Vielen Dank, Frau, dein Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute verjagt. Jetzt taucht das Ballon-Pokémon bestimmt bald wieder auf. Das darf ich aber nicht fangen. Nützt mir also gar nichts. Außer es ist statisch. Statische Counter darf man auffangen. Also, so wie Palkia, Dialga. Ne? Das geht. Ich hätte mich teleportieren können, mal um zu testen, wie das so ist, aber. Wir heilen uns. 18 Minuten, um Schluss zu machen, ist ein bisschen wenig, deswegen machen wir ein bisschen weiter. La 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 la. Wir sind bald schon am Ende der Folge angekommen. La 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 la, hallo. Ja, das habe ich eben am eigenen Leib erfahren. Wir haben schon 7000 Schritte. Hallo, darf ich dein Pokémon klauen? Ja, ich habe den angeschmiert. Das ist eine neue Route, ne? 205. Krieg ich das umgeschaltet, oder? Das hier ist schon die ganze Zeit 205. Aber das da hinten ist Windkraftwerk, das heißt ja auf 205 darf ich was fahren. Das ist gut. Hä?
Oh, was sollte das denn jetzt? Wieso wurde ich angezeigt? Hä? War ich jetzt das wilde Pokémon? Bumbleen haben wir schon. Das heißt, den darf ich skippen. Brauche ich aber auch nicht zu bekämpfen, weil das dauert mir jetzt zu lange. Oh, der kleine Schalelos. Den müssen wir mitnehmen. Vorausgesetzt, der überlebt einen Piekser. Er hat eine Strong. Noch ein Piekser. Das ist halt wieder ein Wasser-Pokémon, ne? Ich verstehe schon, wieso hier einen Wasserstarter zu picken nicht so viel Sinn macht. Man bekommt so viele Wasser-Pokémon. Easy, aber wieder ein Daumen. gleich mal einen geleckten Daumen, ey. Schalelos! Willkommen im Team, also ne, willkommen auf der Box, Sally. Mir fallen halt einfach keine Namen ein. Nein, ich möchte den nicht im Team. Wieso drücke ich immer so schnell? In meine Box natürlich. So, Spielereien sind genau mein Ding. So, dann nehmen wir hier noch den Trainer. Hallo? Der hat sich gerade weggedreht, als ich ihn herausfordern wollte. Ob in den Bergen oder in der Ebene. Ich klatsche dich auch so weg. Dip, 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 dip. Das ist nur ein kleiner Stein, den ich mit Aquaknarre mein. Die sehr effektiv ist. Ich hätte auch mal Metallklaue einsetzen können. Ein Stein geht ab. Marshallow. Ich hätte jetzt eigentlich gerne Kadabra eingesetzt, aber wenn ich ihn jetzt einwechsel und der irgend so eine Kackattacke macht oder Revenge, ist, das kann übelst schief gehen, wenn er oh, Fuß geht, okay. Revenge hätte mich jetzt töten können, tatsächlich. Vor solchen One-Hit-Attacken muss man echt aufpassen. Die sind halt auch nicht so ungefährlich. Kleinstein! Ich will ein 2 sein. Setz die Aquaknarre ein. Auf das Kleinstein. Und schon, das ist dead. Level 14 für Hanzo. 21 entwickelt er sich zu Golbat. Da wahrscheinlich direkt instant. Oder waren das 28? Eine Aquaknarre ist halt immer noch the way to go. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, als der Level up hatte, ne? Der jetzt mehr physisch oder mehr speziell. Aber vom Metall-Typing her würde ich sagen, dass der schon physisch mehr ist. Walter Kragen. Die dreht sich, das heißt, die will kämpfen und der auch. Ah, da ist aber ein Dingens. Naja, da muss ich hin. Ach, wieder ein kleiner Stein von Kemba Simon. Das ist ja null Problem, sage ich. Hier kommt nämlich erstmal mein Aquaknarre. Bald. Ja, wenn wir in die 20er kommen, ne, dann entwickeln sich. Oh, hier 19. Pinko erreicht Level 19. Wir haben Angriff 31. Der ist ein Spezialangreifer? Oder ich habe meinen Spezialangriff einfach hoch? What the fuck? Es gibt nicht so viele Stahl-Spezialangriffe. Oh, Pyroball. Lupfstrahl. Let's go, Aquaknarre ist Geschichte. Jetzt nur noch Blubstrahl den ganzen Tag.
Svenja 14, Svenja hat Angriff hoch. Und der Calvin natürlich auch einen Angriff. Spezialangriff hat er gar nichts. Steinwurf? Ja, na klar. Ein paar Steine werfen, besser als Leute zu tackeln. Easy. Finde ich gut, tatsächlich. Warte, da komme ich gar nicht doch, das an der Seite. Hä? Man immer diese komischen. Oh, sie hat überall Blumen um sich rum. Hier kommt Knospi von Eleonora. Ist das shiny? Warum ist die Knospe so anders? Piekser. Piekser ist echt useless. Aber die ist halt auch als Trainer useless, weil sie den Dingens einsetzt. Natürlich. Natürlich wurde ich vergiftet. Habe ich auch nicht anders erwartet. Knospis sind die Ärsche der Natur. Aber es gibt tatsächlich immer noch nicht, lass mich vorbei. Ich muss hier diese Blumen ernten. Pirsifbeere. Und Sinnelbeere Nummer 2. Finde ich gut. Wie lange brauchen die denn zum Wachsen, ey? Hier haben wir 4, dann machen wir eine rein. Und ja. Nein, ich möchte die Pflanzen nicht gießen. Ich möchte hier dieses Item, das war nur ein Pokéball. So, jetzt nehmen wir den Trainer hier noch. Hallo. Und dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet dann Spaß und die Glocke und so und die abonnieren. Nicht deabonnieren. Die abonnieren. Also. Mann. Hey. Blubstrahl. Zeigen wir uns mal. Oh, sieht gut aus. Ja, der knattert. Ah, da zehren sie vom Gift. Stellt euch vor, ich habe das nächste Folge vergessen. Geh in den Kampf rein, sterbe direkt. Aber wir können mittlerweile auf Pingu verzichten. Weil Pingu ist mittlerweile überflüssig. Wir haben auch ein gut andere Teammitglied. Auch wenn die nie kämpfen. Ich glaube an die anderen. Man muss einfach manchmal an die anderen glauben. Pachirisu kann meistens nur so helfende Hand. Aber eine ordentliche Donnerattacke kann der nicht. Um meinen Angriff jetzt runter zu machen, ist dumm. Weil ich greife speziell ja an. Aber was habe ich auch nicht von der AI erwartet. Baba 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 Shinix. Easy. Was für ein Schock. Ja, das hat mich auch geschockt. So. Das war's für diese Folge. Ich springe hier noch rüber. Was ist das hier eigentlich? Sieh wir ein Hidden Item? Ja. Gut, dass wir das gefunden haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wie laufe ich denn jetzt langsam? Oh nein, ich wollte das gar nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Also, Zertrümmerer. 10.50 Uhr. Wir haben 10.50 Uhr. Oh, jetzt habt ihr die Zeit gesehen. Notizblock, 8000 Schritte. Wir wollen nur die Schritte sehen. So. Also, bis zum nächsten Mal. Meine Güte, Mann, ich bin der Verwirrteste. Ja, ich habe fast 30 Minuten voll gemacht. Wow. Tschüssi. Jetzt kann ich mal 5 drücken. Tschüss. Mann, das ist ein Krampf.